Die Täter haben sich bei beiden Malen im Center einsperren lassen, sind mit Füßen und Fäuste und Hammer gegen die Vitrinen einfach nur dreist. Man hat jetzt natürlich Angst, ob das Telefon nachts irgendwann nochmal klingelt. Das ist der nächstgelegene Notausgang. Wir gehen ganz stark davon aus, dass die von hier die Flucht ergriffen haben. Das gesamte Objekt wird kontrolliert und dann wird erst abgeschlossen. Die beiden Täter waren voll maskiert, sodass überhaupt keine Rückschlüsse auf die Personen möglich sind. Gut, dann weniger wahrscheinlich. Es geht ja um die Dreistigkeit. Ne? Dann geht's los. Achtung. Ja. Die Täter haben sich bei beiden Malen im Center einsperren lassen. Das Center schließt um 24 Uhr seine Tore.
irgendwo im Center haben die sich versteckt und kurz nach Mitternacht jeweils bei uns die erste Scheibe eingebrochen und beim ersten Mal gezielt auf die MacBooks, das zweite Mal iPads, iPods, iPhones innerhalb von knappe 2 Minuten leergeräumt und den Laden wieder verlassen. Durch das Center raus, wo sie nochmal Alarm geschlagen haben, vom Center selbst und die Flucht ergriffen. Die Diebe hatten ein leichtes Spiel, die haben sich im Center einsperren lassen und der Alarm vom Center löst erst aus, wenn die die Notausgangstür verlassen und dementsprechend sind die schon auf offener Straße. Wir bleiben im Moment auf den Schaden sitzen. Der Schaden beläuft sich im Moment auf knappe 100.000 Euro mit Reparatur von Scheiben natürlich. Ich war schockiert, als ich das Center betreten habe. Da war vor dem Laden nur ein Haufen Scherben von der Glastüre. Kommen in den Laden rein und beim ersten Mal waren es die MacBooks, alle MacBook und zwischen 20 und 25 Stück. Und beim zweiten Mal waren alle iPads und iPhone und iPods verschwunden. Ja, es waren 2 Einbrüche innerhalb von 3 Wochen. Man hat jetzt natürlich Angst, ob das Telefon nachts irgendwann nochmal klingelt, ob da ein dritter Einbruch noch zur Folge kommt. Einfach nur dreist. Die sind mit dem Hammer haben die Eingangstüre eingeschlagen, sind mit Füßen und Fäuste und Hammer gegen die Vitrinen dagegen gehauen. Da ist man einfach nur schockiert, wie man sowas machen kann. Es gibt so eine Sicherheitsfolie, die wir vor Ihnen auftragen. Der Effekt dadurch ist, dass Sie, wenn Sie die Scheibe einschlagen, dass sie dann nicht mehr in 1000 Teilen zerspringt, sondern die Scheibensplitter auf der Folie drauf kleben bleiben und Sie dadurch nicht einfällt. Und es erschwert die Leute dadurch, also die Einbrecher dadurch, dass sie dann nicht mehr reingreifen können, weil die Folie von innen aufgeklebt wird. Das dauert dann dementsprechend, sage ich mal, 10 bis Viertelstunden länger, um überhaupt hier ein Loch reinzukriegen, um überhaupt durchzugreifen. Und das wäre ein kleines Loch und sie müssen ja dementsprechend, sage ich jetzt mal Meter, um hier überhaupt reinzusteigen. Das verhindert diese Folie. Noch ein kleiner Schritt. Sie splittert zwar, aber diese Splitter bleiben auf dieser Folie kleben und dadurch fällt sie nicht in sich zusammen. Diese Folie hält im Prinzip, ist wie eine zweite Fensterscheibe, bloß halt aus Kunststoff, aber die hält die Folien da drauf, die Splitter da drauf und dadurch kann sie nicht zusammensacken und dementsprechend kann man auch nicht so schnell hier reinkommen. Und los geht's.
und los geht's.